So, da sind wir auch schon wieder zurück. Willkommen auf eurem Lieblings-Battle for Azeroth Hater Channel. Nein, alles gut. War ich jetzt gerade stehen geblieben? Da ist noch eine Kiste. Muss noch mal gucken. Gibt es denn einen Rare-Mob oder so, der das droppt, was ich haben will? Ich weiß es nicht. Wie muss das doch gehen hier? Ja, auf jeden Fall. Scheinen sie halt diese ganzen Probleme. In Shadowlands nicht anzupacken. Also nicht mal so ein bisschen anzupacken. Aber warten wir da mal ab. Ich bin gespannt. Was ich auch super, super, super schade finde, ist, es kommt keine neue Klasse, keine neue Rasse. Sie lassen die Raid-Schwierigkeitsgrade so, wie sie sind. Also sie sagen weiterhin, stellt sich Blizzard hin und sagt, liebe Leute, eure kleinen Gilden sind uns egal. Wir wollen nur noch große Gilden haben. Hey, geil. Ja, super Sache. Dass sie es einfach nicht schaffen, einen 10er-Modus wieder reinzubringen, ist unverständlich für mich. Kann man natürlich sagen, okay, ja, du kannst ja Normal und HC gehen im 10er, das stimmt auch, das macht nur kein Mensch. Niemand sucht eine Raid-Gilde, die sagt, ist das vielleicht der Richtige hier? Nee, die haben auch schon gekillt, glaube ich, egal. Niemand kommt zu dir, wenn du denen sagst, jo, wir raiden, aber wir gehen nicht mythic, wir gehen nur HC und Normal, kommt keiner. So. Kannst du knicken, haben wir alles schon probiert, in Legion schon. Das macht einfach niemand. Ja. Ist genauso wahrscheinlich, wie das hier mein Quest-Item droppt. Naja. Also auch das ist halt super, super schade. Die Mythic Plus Dungeons bleiben auch so, wie sie sind. Das ist halt auch stinklangweilig, ne? 8 Dungeons, die du dann monatelang durchgrinden darfst, ohne dass es auch nur eine einzige winzige Verbesserung oder Änderung gibt. Auch blöd. Also ich bin da schon sehr, sehr enttäuscht, was uns da erwartet. Das einzige neue Feature gewissermaßen ist der Solo-Dungeon. Also, ja, Solo nicht. Also der ist, man kann ihn Solo machen, aber der ist für bis zu 4 Spieler. Das finde ich sehr, sehr gut. Den mag ich jetzt schon, also freue mich schon drauf. Weil ich wurschte mich gerne Solo da durch. Da habe ich echt Bock drauf, weißt du? Kannst ein eigenes Ding machen, bist ein eigener Herr. Und wenn du gut genug bist, kommst du durch. Wenn du kacke bist, dann schaffst du es halt nicht so weit. Da freue ich mich schon drauf. Da werde ich bestimmt viel Zeit drin verbringen, mich da irgendwie durchzuknobeln. Das ist cool, sowas. Ich mag generell solche Solo-Gameplay-Geschichten, auch wie Mage Tower oder Hexenmeister-Challenge und so. Das war alles richtig cooler Content. Das schon ist wieder gedroppt. War es aber nicht. Da bin ich echt Fan von sowas. Und was auch neu reinkommt, sind die Pakte. Also diese 4 Fraktionen, wo man sich einer anschließen kann. Da haben wir uns auch schon im TS so ein bisschen unterhalten und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass sie wahrscheinlich ein Balancing-Problem bekommen werden. Also wenn ich 4 Fraktionen habe und ich muss mich für eine davon entscheiden, dann muss ich das verdammt gut balancen. Und wir alle wissen, was Blizzard unter Balancen versteht. Also Blizzard balanced etwa gar nichts. Das ist wirklich traurig teilweise. Wenn sie das genau, also wenn sie diese Pakt, also diese Fraktionsdinger da genauso balancen, wie sie Azarit-Bonis balancen oder wie sie den Shadow Priest in BFA gebalanced haben, ja, na dann gute Nacht. Dann gibt es eine Fraktion, da sind alle drin, die anderen 3 Fraktionen können gar nichts und das war's. Ja, so etwa wird es wahrscheinlich am Ende enden. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, sie balancen das ordentlich, sodass ich wirklich die Wahl habe, zu welcher Fraktion ich gehe. Ich meine, ganz ehrlich, wenn es so ein paar Unterschiede gibt von mir aus, die Fraktion A ist 5% besser als Fraktion B für den ersten Raid, aber auch nur für 3 Bosse oder so. Okay, das ist immer so. Ich erwarte hier kein 100%iges Balancing. Ja, also ich tausche gerne ein bisschen Vielseitigkeit, ein bisschen Vielfalt aus. Also nehme ich mir gerne für mein Spiel und tausche dagegen ein bisschen Balancing ein. Das stört mich überhaupt nicht. Aber es muss trotzdem in einem gewissen Rahmen gebalanced sein. Das ist schon wichtig. Also, dass man auch wirklich die freie Wahl der Fraktion hat. Wenn sie das schaffen, dann beschwere ich mich auch nicht. Denn dann finde ich das Feature extrem geil. Ja, ich denke, die meisten wünschen sich schon lange, dass man sich mal richtig einer Fraktion anschließen kann, irgendwie so eine Zugehörigkeit hat und dann auch wirklich verschiedene Queststränge hat und eben nicht jeder dasselbe spielt. Das ist schon sehr, sehr cool und bringt eine Menge Vielfalt ins Spiel und ich hoffe wirklich, dass sie das Feature gut machen, dass es gut ankommt und dass sie das weiter ausbauen. Auch damit zusammenhängt dieser Talentbaum, bin ich ein großer Fan. Also das ist mein persönliches Highlight-Feature. Es kommt eben, wie gesagt, es kommt eben alles darauf an, dass sie es sauber und ordentlich balancen. Das ist wirklich wichtig. So, also da nochmal was Positives zum nächsten Addon, da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Ansonsten ist leider nicht allzu viel zu sagen, muss man irgendwie zugeben. Ne? Also ansonsten New Dungeons and Raids, okay, der Standardmüll wie immer. Jetzt nichts besonders Innovatives, kommt da auch nicht rein. Ich frage, da ist es. Ja, gedroppt. Muss ich nur rauskämpfen hier. Den will ich nicht adden. Okay. Ich frage mich, ob sie das World Quest Problem lösen. Das World Quest Problem ist aus meiner Sicht, ich sag immer alles aus meiner Sicht, ne? Also nie irgendwie als allgemeingültig nehmen, was ich sage, sondern immer nur, ne, unter Vorbehalt. Das World Quest Problem für mich ist, es sind mehrere Leute an derselben World Quest gerade, mit denen ich aber nicht in einer Gruppe bin. Und deren Fortschritt wird bei mir nicht angerechnet und mein Fortschritt wird bei denen nicht angerechnet. Sondern man ist irgendwie immer so durchlaufen und irgendwie alles anhitten und so ein Scheiß. Da wünsche ich mir halt, dass man endlich mal dieses Gruppenproblem löst quasi bei einem World Quest. Dass man einfach sagt, okay, alle Leute, die in derselben World Quest in derselben Zeit gerade sind, teilen sich den gemeinsamen Fortschritt sozusagen auf und sind wie, als wären sie in einer Gruppe. Also so eine virtuelle Gruppe quasi. Das würde ich sehr begrüßen. Das würde die World Quest wesentlich angenehmer machen. Aber dazu haben sie auch nichts gesagt. Keine Ahnung, ob das kommt. Ich sag euch ehrlich, mir persönlich ist es einfach viel zu wenig, was sie machen im nächsten Addon. Insgesamt. Also so schön ich, habe ich noch Verbände, ja. So schön ich diese Covenants und so weiter finde, aber das kann doch nicht alles sein. Also ich hoffe, da kommt noch mehr. Es wird ja auch noch eine Zeit lang dauern. 5 neue Gebiete ist auch ein bisschen sehr wenig. Ich meine, das hat man jetzt schon viele Jahre. Das ist halt super schnell. Innerhalb von 24 Stunden bist du Max-Level und dann siehst du die Gebiete eh nie wieder, außer bei World Quests. Weiß ich nicht. Also, warum kommt nicht mal eine große Expansion, eine richtig fette, wo du so 20, 30 neue Gebiete hast, ja, und in jedem Gebiet ein Dungeon und in jedem dritten Gebiet nochmal ein Raid und so richtig viel Inhalt. Ich meine, das Addon kostet 40 Euro, ja, wenn ich noch ein 20 drauflege, kriege ich Red Dead Redemption 2 für den PC, ja, und da habe ich die 10-fache Spielzeit. Also, weiß ich nicht. Die Addons generell sind in letzter Zeit extrem mau ausgestattet von ihrem Basisspiel. Und die meisten Inhalte, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, sind ja auch alle time-gated. Auch das scheinen sie leider nicht abzuschaffen. Also zum Beispiel das Thema Fliegen. Ich meine, jeder kann vom Fliegen halten, was er will. Das ist mir egal. Einige mögen es, einige finden es doof, den meisten ist es relativ egal. Ich weiß das alles. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mir Fliegen freischalten muss. Ich verstehe, dass man mit dem ersten Charakter im neuen Addon nicht fliegen kann. Finde ich total in Ordnung. Aber was ich wirklich unverschämt finde, ist, dass offenbar, wir werden es ja noch sehen, aber dass offenbar das Fliegen oder dieser Pfadfindererfolg wieder time-gated ist. Wieso? Warum wird nicht von Beginn an der gesamte AV hingestellt, komplett, so wie er am Ende auch wäre, ja? Und sie sagen, mach ihn oder lass es sein. Mach ihn in deinem Tempo. Du kannst ihn direkt freischalten, wenn du dich hinsetzt und das durchspielst, ja. Oder halt auch nicht. Ne? Wenn du halt länger brauchst, brauchst du länger. Ich verstehe nicht, warum sie immer das so künstlich hinauszögern mit irgendwelchen Patches, wo sie sogar im Spiel schreiben müssen, ja, der nächste Teil des Erfolgs, da musst du noch ein bisschen warten. Der kommt erst mit irgendeinem Patch. Das finde ich echt unverschämt. Ja, dann kann ich mir im Shop Flugmounts kaufen oder auch andere Flugmounts irgendwoher organisieren und kann sie aber nicht benutzen. Gut, auf dem Boden. Aber ganz ehrlich, die Flugmounts auf dem Boden zu benutzen, das ist also, die sehen richtig kacke aus, die meisten auf dem Boden. Also auch das finde ich sehr, sehr blöd. Ich habe ja auch auf der BlizzCon zugeguckt, wo sie eben auch gesagt haben, also das war das Q&A und da wurden sie... Alles klar. Da wurden sie gefragt, wie das mit dem Fliegen in Shadowlands ist. Und da hat der eine Hasi Kostas gesagt, yo, das wird so wie auch zu Legion oder auch zu BFA. Und er wurde sofort massiv von den Leuten ausgebuht. Richtig, wie ich finde. Weil das ist die dümmste Mechanik, die es im Spiel gibt, zum Thema Fliegen zumindest. Aber nicht, weil man sich irgendwas erspielen muss. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass man sich was erspielen muss. Sondern es geht wirklich darum, dass man es sich nicht einfach so erspielen kann. Sondern man muss immer warten und warten und warten, bis Blizzard einfällt, oh, wir müssen ja mal den nächsten Pfadfinderteil rausbringen. Ja? Ich würde das gerne von Anfang an freischalten können. Dann muss ich mich halt ein bisschen reinhängen. Da habe ich viel zu tun, aber das ist auch in Ordnung. Ja? Das wäre halt wünschenswert. Danke, Frostover. So.
einmal. Muss ja irgendwas holen, ne? Ach, ich habe schon einen gekillt, ne? Genau, irgendwen habe ich schon gekillt. Ratsherr, genau, der war das. Okay, der nächste. Müssen wir mal hier ein bisschen rumgucken. Die Bäuerin. Das ist meistens grau hier, die Mobs. Ratsherr, nee, das sind die aber nicht. Tja, wo sind die nur? Slash Tar. Bäuerin. Okay. Wir müssen hier rumsuchen. Irgendwo müssen die ja sein. Also der Bau wird wahrscheinlich hier sein. Da müssen wir mal ein bisschen rumsuchen. Naja, aber ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Nichts dagegen, dass man sich was erspielen muss. Ganz im Gegenteil, können sie ja noch gerne noch weiter führen. Also von mir aus können sie auch doppelt so viel von mir verlangen fürs Fliegen. Ich will es nur in meinem eigenen Tempo quasi machen und mir nicht vorschreiben lassen, wann ich den RV machen darf. Das ist irgendwie doof. Aber Ray ist es auch nicht. Okay. Aber vielleicht ist die Frau von ihm das. Aua, okay. Hier ist auch keiner. Jo, wo sind denn die Kollegen? Eine Heugabel, das ist doch nett. Kann ich ein bisschen Heu schaufeln? Hier war noch eine Leiche irgendwo. Da. Zack. Bäuerin. Bauer, Bauer, Landarbeiter. Was sind die denn? Ich sag mal so, ein Hoch auf Questi, oder? Da. Super. Na egal, müssen wir halt alles absuchen. Bauer, Bauer, Landarbeiter. Ja, halt alle grau. Lohnt sich auch nicht, die hier irgendwie zu killen. Mal reingucken hier. Ne, ist auch keiner hier. Landarbeiter, Bauer Getz ist es auch nicht, okay. Ich gehe nochmal in diese Abtei da hinten rein, wobei die Schmiede können wir nochmal gucken gehen. Noch nicht einen einzigen gefunden. Wir haben einen Minenarbeiter, wir haben einen Bürger und wir haben eine Bäuerin. Drei Kollegen hier. Hier. Ja, ich weiß nicht. Ich gehe nochmal hier in die Spiele gucken. Amboss. Ratsherr, das ist wieder der. Ja, gut. Die gibt es ja hier immer. Schmied. Schmied Virrington. Habe ich auch nicht als Quest. Fußsoldat, Fußsoldat. Okay. Jo, dann gehe ich doch noch mal hier rein. Ja, außen rumlaufen ein bisschen. Ganz schön viele Mobs hier, aber haben wir hinbekommen. So, und tschüss. Truhe. Ja, wo sind die nur alle? Oh, eine Rolle des Schutzes. Die kann nicht mehr. Die gönne ich mir mal. Zack. Auch einen Kopf bekommen, ne? Brauchen wir aber nicht.
So, hier hinten ist keiner. Fußsoldat, Fußsoldat, Arbeiter, Ratsherr. Arbeiter, Arbeiter, okay. Ich gehe jetzt hier wieder außen rum. Brauche ich ja nicht kämpfen mit denen. Und gehe da mal ins Haus rein. Das muss ja irgendwo hier sein. Das gibt's doch gar nicht. Das Schlachtfest beginnt. So, so. Schön Multipull. Bei grünen Mobs geht das immer wunderbar. Ja, klar. Einfach mal hier gerespawnt. Guten Morgen daher. Oh. Das war zu viel. Obwohl. Eine Sekunde kurz. So, ich muss mich entschuldigen. Es hat. Ich muss das mal wieder. Wo war ich jetzt da oben? Es hat gerade mein Telefon geklingelt. War ein super wichtiger Anruf. Und ich musste jetzt kurz Aufnahme abbrechen und hier auch im WoW kurz AFK gehen. Mitten im Kampf. Sehr ungünstig. Naja, so ist es manchmal. Aber dafür gibt es ja den Geistheiler. Ich habe total jetzt vergessen, wo wir gerade stehen geblieben sind. Waren wir noch mit Shadowlands am Quatschen? War ich noch mit Shadowlands am Quatschen? Ich glaube ja. Wo war ich denn? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Das ist auch ein Toter. Der arme Hexer. Ja, Classic sag ich schon. Shadowlands. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich habe es echt vergessen. Irgendwo war ich. Ich glaube, Feature-Armut. Ja. Egal. Ich nehme einfach das nächste, was mir noch auf der Seele gebrannt hat, zu Shadowlands. Nämlich die Sache mit der Levelphase. Das möchte ich an der Stelle loben, tatsächlich. Das werden einige wahrscheinlich jetzt nicht vermuten, dass ich das lobe. Aber ich erkläre euch gleich, warum ich das lobe. Die meisten, die meine Videos gucken und mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen das sowieso. Ich bin ein großer Fan von normalem Gameplay. Also kein Endgame, kein repetitives Grinden, kein, also auch Raiden oder High-End-Arena-PvP, das ist alles nicht so mein Ding. Ich hab's alles schon hinter mir, ich spiele seit Classic, also ich habe das alles schon zigmal gemacht und da ist einfach irgendwann Luft raus, weil das einfach jedes Jahr derselbe Käse ist, nur mit es ist ein anderer Boss, er hat ein paar andere Fähigkeiten, aber im Grunde ist es dasselbe. So. Aber was sich immer wieder ändert, aus meiner Sicht, ist eben diese Kampagne, dieses Spielen, dieses Story-Spielen. Das mache ich halt einfach gerne. So. Und deswegen ist es für mich auch immer wichtig, eine möglichst umfangreiche, ausgedehnte Level- und Midrange-Phase zu haben, wo ich ja viel Spielzeit rauskriegen kann und viel Freude habe, meinen Charakter zu spielen und so weiter. Das ist für mich halt wichtig. Kann jeder anders sehen, aber für mich ist das der entscheidende Faktor in WoW. Es war nie das Endgame, es war auch nie PvP oder sonst irgendwas, sondern wirklich diese Levelphase und diese Story. Deswegen habe ich auch immer gesagt, die besten Addons waren Burning Crusade und WoTLK. Denn danach war die Story einfach irgendwie so ein bisschen verhunzt, aus meiner Sicht. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich mich hier wiederbelebe. Warte mal ganz kurz. Ich belebe mich hier in dem Kollegen wieder. Kill den schnell. Und dann beschwöre ich meine Süße wieder. So. Ja, bringt keinen Seelenspieler, ich weiß. Egal, weg damit. So. Genau. Und nun machen sie ja Shadowlands eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich cool finde. Nämlich Levelphase wird ja total zusammengeschwingt. Ich will es mal so kurz erklären, was sie machen. Im Grunde genommen machen sie Folgendes. Anstatt dass du alle Addons der Reihe nach durchspielst und bei jedem Addon aber nur ungefähr ein Drittel spielst, weil du gar nicht so viel EP brauchst, wie das Addon hergibt, sagen sie im nächsten Addon, spiel doch einfach eines dieser Addons komplett durch oder annähernd komplett durch und dann bist du Stufe 50. Also die Levelphase wird geschwingt auf Stufe 1 bis Stufe 50 und dann kommt Shadowlands von 50 bis 60. Und die ersten 10 Level sind gewissermaßen eine Einführungsphase. Für neue Spieler, die beginnen in so einem neuen Startgebiet. Das werde ich mir bestimmt auch mal angucken, bin ich gespannt drauf, wie das so ist. Auf jeden Fall, sie schwinken halt alles zusammen. Also es wird extrem verkürzt. Du brauchst im nächsten Addon, brauchst du, um zu leveln, vermutlich noch einen Tag, vielleicht zwei. Da bist du Max-Level. Beim normalen Spielen, ohne zu rushen. Ja? Also du spielst einfach eine Expansion komplett durch. So. Und
Insofern widerspricht das eigentlich meinem Gefühl von einem guten Spiel, aber was ich daran sehr, sehr gut finde, ist eben, wir wissen alle, Blizzard supportet die Levelphase sowieso nicht. Also warum soll man dann eine Levelphase, die ohnehin obsolet ist, überhaupt noch großartig ausdehnen und spielen? Macht keinen Sinn. Stattdessen finde ich es halt total sinnvoll, zu sagen, mal kurz, mal ein bisschen konzentrieren. Ach du Scheiße. Ich sterbe, glaube ich, nochmal. Wobei, ich habe noch einen Heiltrank. Ja, das ist halt das Problem jetzt. Warte mal. Noch irgendwas, was mich hier rettet? Nee, ne? Ja, es kommen halt immer mehr. Es ist so kacke gemacht, dass da immer noch mehr kommen. Egal. Genau. Sagen sie jetzt quasi in Shadowlands, wir geben dir eine Expansion, die kannst du komplett durchspielen und du kriegst regelmäßig neue Fähigkeiten, neue Talente frei und andere Sachen, also weitere kleine Bonis. Quasi sagen, jedes Level-Up soll sich anfühlen wie ein Level-Up. Also nicht nur eine Zahl mehr und ein goldener Blitz, sondern wirklich halt Inhalt, Klasseninhalt, ne? Wie gesagt, Talente, Fähigkeiten, pipapo. Und das finde ich schön. Weil wenn ich eine Levelphase habe, dann muss sich jedes Level wirklich einzigartig und cool anfühlen. Es muss Spaß machen, ein Level abzubekommen. Dieses Gefühl will ich haben, wenn ich ein Level abkriege. Und das habe ich aktuell nicht. Ja? Und dann sage ich mal, ihr wisst, wenn es nach mir ginge, ich würde das Endgame zusammenquetschen auf 10% Inhalt und würde nur noch Levelphase machen, wenn es nach mir ginge. Oder beziehungsweise nicht nur noch Levelphase, aber mega, mega, mega viel Leveln, ganz viele Gebiete, riesengroß alles, Open World und so weiter und so fort. Wäre halt ein anderes WoW. Ich fände es cool, andere fänden es nicht cool. Aber wenn man der Logik von Blizzard folgt, nämlich zu sagen, wir machen 99% Endgame, ja, und supporten auch nur dieses Endgame mit unseren Patches. Und das machen sie ja. Ne? Die ganzen Zwischenpatches, die kommen, selbst die ganzen neuen Addons, sind alle nur Endgame. Es ist nichts für die Levelphase mit dabei. Wenn sie dabei bleiben und dieser Logik folgen, dann ist es nur konsequent zu sagen, okay, dann shrinken wir aber die Levelphase so zusammen, dass man trotzdem noch eine coole Levelphase hat. Eine kurze, aber dafür eine intensive und coole Levelphase. Und das Schöne an dem System ist, es ist sogar ziemlich schlau. Denn es ist unabhängig von der Expansion. Also sie können auch in, weiß ich nicht, in 20 Jahren, wenn es dann noch ein neues WoW dann gibt in 20 Jahren, würde dieses System immer noch funktionieren. Ja? Weil sie ja im Prinzip nur alles jedes Mal wieder anpassen müssen. Also sie müssen quasi nur die Dynamik anpassen. Und sie bleiben einfach bei der Logik, spiele eins der bestehenden Add-ons durch, werde Stufe 50 und dann zum nächsten Add-on wirst du dann Stufe 60. Total easy. Kann man immer wieder anpassen. Also das System gefällt mir wesentlich besser als das bestehende. Da würde ich Blizzard wirklich loben. Das haben sie schlau gelöst aus meiner Sicht und sinnvoll gelöst. Und was ich ebenfalls gut finde, ist, dass neue Spieler sich das Addon nicht aussuchen dürfen, sondern dass die jetzt in dem Fall mit Battle for Azeroth beginnen müssen. Und das liegt daran, ich finde es deswegen gut, weil in Battle for Azeroth kriegt man halt die ganze Vorgeschichte mit von Shadowlands. Und wenn das aktuelle Addon eben Shadowlands ist, dann ist es natürlich auch nur sinnvoll zu sagen, dann spielt die Vorgeschichte erstmal von Shadowlands beim Leveln, nämlich die von BFA, und danach spielst du Shadowlands. Es macht keinen Sinn, Burning Crusade zu spielen und dann in die Shadowlands zu gehen. Es gibt gar keine Story dafür. Ne? Okay, das sind hier auch nicht die richtigen. Bin ich hier falsch? Hier ist niemand von den Leuten, die ich töten muss. Mein Pet ist tot. Oh, der hat ein bisschen mehr Leben. Ach du Scheiße. Hallo? Och, komm aus der Wand da raus, Junge. Das gibt's doch nicht. Das ist doch echt unfair. Ich doch den Seelen schon haben. Gibt mehr Seelen. Okay, scheiß drauf. Es ist ja hier. Hallo, schieß! Oh, Alter. Also ich glaube, ich bin hier echt falsch. Also hier ist niemand von diesen drei NPCs, also nicht mal ein einziger ist hier, von den NPCs, die ich töten soll. Was ist denn das? Ich werde es herausfinden und ich hoffe, in der nächsten Folge habe ich eine passende Antwort. Also,
Bis gleich. We met many years ago upon a dusty road. You, a humble priest, and me, a feeble rogue. We were the weakest of the weak, the lowest of the low. But when we fought together, our legend did grow. We battled our way from Black Rock Spire to Molten Core. Took 40 hours for Ragnaros and only wanted more. Our days of being weak are firmly in the past. And now our shields are stronger, our bonds are built to last. So, whether you're for the Alliance or if you're for the Horde, it's time to toast to 15 years. Everyone raise your sword. No enemy can defeat us. There's no battle we can't win. When we crunch the numbers, stand together and... Leroy Rankin!